Lieblingssportart definitiv tanzen und im Bär, ihr wisst schon, was ich meine. Im Bett. Woher kommst du, wie groß oder klein bist du? Sehr hübsch, Dankeschön. Aus Sachsen und 1,62. Plus für Plus. Ich check das nicht. Was meinst du damit? Oh, mein Arm. Hey. Wie alt? 22. Hab aber bald Geburtstag. 1,60. Was? 1,66. Kleiner als mein Leben. Wer? Ja, ich komme aus Sachsen. Noch aus Sachsen, ja. Zu klein. 1,69 ist doch nicht zu klein, hä? Das ist voll die normale Größe. Du bist. Dankeschön. Also ich finde 1,85 beziehungsweise 1,80. Was ist daran? Pick me, Digga. Oh mein Gott, wie dumm bist du? Sorry, aber. Oh, da schreibt jemand, dass 1,69 klein ist und ich sage, nee, das ist eine normale Größe. Direkt jemand, pick me. Bitte google mal die Definition von pick me. Dass es solche dummen Menschen gibt, Alter. Uff, das macht mich so aggressiv. Sorry, aber. Wir werden alle. Das werde ich jetzt nicht vorlesen, okay? Bist voll schön, Dankeschön. 1,80. Ja, also ich finde 1,80, 1,85 ist voll schön. Also ich mag die Größe, ja. Bist zum Party, Dankeschön. Du bist. Ihr seid so süß. Dankeschön, ihr Mäuse. Welche Fußnagellackfarbe magst du am meisten? Weiß, Babyblau und so ein Babypink. Finde ich richtig schön. Billig bin ich nicht, ich bin relativ teuer. Kann man Screenshot machen? Ja, ihr könnt Screenshot machen. Ist mir egal. So. Könnt ihr machen. Welche Farbe hast du jetzt? Überraschung, sage ich in ein paar Tagen, okay? Weil ich gerade was mache. Wie viel? Warum juckt dich das? Verstehe ich nicht. Wie viel? Was, wie viel? Geh mal auf Insta und schau dir meine Insta-Story an. Machst du? Ja. Also auch. Machst du? Ja, mache ich. Seit 2 Jahren verdiene ich schon so mein Geld. Kannst du ja gerne mal auf Instagram sehen. Also ich habe das da auch gepostet, mein Account. Ich nehme die Anfrage dann an nach dem Livestream. Dankeschön, Oma. Süß. Würde dich direkt heiraten. Das ist eine Ansage. Süß. Ich habe das doch gerade eben gesagt, wegen der Größe. Verstehe ich jetzt nicht. Hey. Hast du neue. F Ja, also ich habe gestern tatsächlich die alte Farbe abgemacht. Also, ne? Den Nagellack habe ich gestern abgemacht. Nachts um 2. Ich habe aber tatsächlich noch keine Farbe drauf gemacht, weil ich die gestern Nacht bestellt habe. Meine Nagellackfarben sind weg. Die waren alle neu und die waren teuer. Ich habe nämlich mehrere in so einer Box und ich habe das gestern nicht gefunden. Jetzt habe ich neue bestellt. Die kommen die Tage an. Und dann mache ich hier endlich wieder Nagellack drauf. Ich mache das aber so richtig mit UV-Licht, also es dauert. Und ja. Wo kann man ohne Farbe sehen? Habe ich noch keine Fotos gemacht. Ich finde das ohne Farbe ehrlich gesagt nicht schön. Ich adde dein Instagram, würde ich mich freuen. Danke. Link in der TikTok-Bio. Würden Sie mich. Nein, würde ich nicht machen. Leute, stellt mir normale Fragen. Leute, ich stelle echt komische Fragen. Also, was heißt komisch? Aber für TikTok ist das schon ein bisschen komisch. Ich kann das nicht beantworten. Dankeschön für dein Geschenk. Hallo. Oh, mein. Ich wollte gerade Fuß sagen. Meine Hand, Alter.
Mir geht's gut und dir? Mir geht's dir gut und dir? Poste mal ohne Farbe auf Insta. Was bekomme ich dafür? Hast du Geschwister? Ja, habe ich. Arme Welt. Ich finde das ein bisschen witzig, dass du anhand von mir findest, dass die Welt arm ist. Wenn du dich mal mit der Welt mehr definieren würdest, würdest du das, denke ich mal, schon eher bemerken, dass die Welt echt am Arsch ist. Aber ja, ich lasse dir jetzt mal den Glauben. Popel mal bitte. Ich popel jetzt. Was soll das? Nee, Mann. Wie findest du es, wenn er deine normale Fragen stellen, bitte? Wie findest du es? Ah, wie oft willst du mir diese Frage noch stellen? Ihr könnt mich auch gerne auf Snapchat adden. Ich sehe gerade, ihr schreibt mir gerade auf Snapchat. Mein Snapchat-Name befindet sich auch in der TikTok-Bio. Darf ich dich? Nee. Wir werden alle untergehen. Früher oder später, bestimmt. Hallo. Dankeschön, Sandro. Schrei uns bitte mal an. Da werden sich meine Nachbarn aber nicht freuen. Wieso postest du deine Handynummer? PS, ich verstehe das nicht. Das stand nie im Raum, wie du mich finden sollst. Also warum denkst du, dass du krass bist, dass du das so ist, einfach so raushauen kannst? Check ich nicht. Würdest du das zulassen, wenn er ein... Was heißt zulassen? Wenn es so ist, dann ist es so. Ey, das ist jetzt echt nicht böse gemeint, aber ich gehe jetzt offline. Die Fragen sind mir ein bisschen zu cringe. Also ihr seht ja, was das für Fragen sind. Heute ist ein bisschen komisch. Die letzten Tage waren irgendwie besser. Aber ist nicht böse gemeint. Ist bloß jetzt nicht so mein Ding. Wir sehen uns auf